Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht ganz alleine, der Herr Lopez Diaz ist an meiner Seite. Mahlzeit. Ja, ihr kennt ihn schon vom vergangenen Video, falls noch nicht, stell dich schon mal kurz vor. Ja, hi, mein Name ist Fabio Lopez Diaz. Ja, Kevin hatte mir das lange Zeit, das ist jetzt 8 Monate auch wieder her, dass er mir das Ganze hier vorgestellt hat, das ist Business und ich bin immer noch da. Und es läuft immer besser und immer besser. Auch mein Job, den ich jetzt habe mit der Ausbildung, die Ausbildung ist halt auch fast durch, wenn sich das jetzt nicht verschiebt mit den Prüfungen, mit der aktuellen Situation. Aber wenn das Ding durch ist, dann auch hier hauptberuflich ist auch alles schon so abgesprochen. Und ja, es läuft wirklich super gut, gerade in der aktuellen Situation, muss man sagen. Ja, war ja auch wirklich so jetzt der Step, dass du nach der Ausbildung, also deine Chefin hat gesagt, pass auf, du, jetzt Vollzeitjob, wie sieht's aus? Und du hast gesagt, nö, allerhöchstens irgendwie 12, 13 Stunden die Woche, den Rest sehe ich woanders mehr Potenzial. Genau. Also mir ist es wichtig, dass ich trotzdem noch irgendwo Teil dieses Betriebes bin. Ich bin ja in der Fitnessbranche, ist ja auch immer ein bisschen familiärer und sowas und ich mag meine Mitarbeiter und Mitglieder einfach so gerne. Das möchte ich halt beibehalten. Aber auch der Finanzmarkt hat mich halt immer interessiert und ich habe immer noch versucht, über Bücher und sowas mir das Wissen anzueignen. Dann habe ich das mit Kevin kennengelernt, bin dann noch viel mehr reingewachsen und der Job ist, bringt einfach sehr, 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 sehr viel Spaß tatsächlich. Definitiv ist bei mir auch noch so, genau. Ich biete ja auch noch weiter in die Coachings an. Ich bekomme immer noch mal Anfragen für euch über meine Website. Klar, Fitness ist immer irgendwo ein Teil, macht immer Spaß. Menschen zu ihren sportlichen Zielen zu helfen, ist ja auch geil. Man, dieses Miteinander einfach so, ne? Eben, definitiv, genau. Das bringt ja auch unternehmerisch tatsächlich einfach weiter, ne? Also zum einen ist Netzwerken und zum anderen sollte man selber Ernährung, Sport sollte man immer selber beibehalten, weil man da einfach ja dann auch motiviert für den Tag ist, ne? Ihr kennt's. Definitiv ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch das Schöne, dass man diesen Sport halt extrem gut aufs Business übertragen kann. Deswegen jetzt gerade aktuelle Situation, viele Menschen in der Fitnessbranche bangen ja um ihre Jobs. Da sieht es ja derzeit ganz, ganz kritisch aus, weil alle Studios geschlossen sind und keiner weiß so wirklich, wie lange sich das hinzieht. Ja, ganz genau. Also ich bin ja wie gesagt selber in der Branche, von Kurzarbeit zur Kontaktsperre. Jetzt heißt es Homeoffice machen, gucken, dass wir trotzdem noch irgendwie Gas geben, für die Mitglieder halt da sind. Aber es ist halt nicht mehr das, wie der eigentliche halt Job ist. Ne? Und es fängt halt in der Fitnessbranche an, geht ganz weiter in die Gastronomie, ne? Wo da auch noch mal Leute noch mehr zittern müssen. Ne? Ganz genau, haben wir jetzt erst gesehen, Vampiano Insolvenz angemeldet. Also jetzt bereits das erste große Unternehmen in der Gastro Insolvenz angemeldet. Und sind wir mal ehrlich, also ich habe mit vielen gesprochen, ich bin mit vielen ja auch Unternehmern in Kontakt, die halt kleine bis mittelständige Unternehmen irgendwie haben, die sagen, du pass auf, das kann ich vielleicht 4 Wochen, vielleicht 6 Wochen, vielleicht auch allerhöchstens 8 Wochen stemmen und dann bin ich pleite. Ganz genau. Da stehen halt wirklich Millionen Jobs auf dem Spiel und ja, wir raten schon immer natürlich, sich ein zweites Standbein aufzubauen, irgendwo reinzugehen. Muss ja jetzt, wir wollen ja nicht nur speziell jetzt wirklich für uns Werbung machen, dass wir sagen, ey, pass auf, geh hier in den Vertrieb für physische Edelmetalle, aber zumindest irgendwo nebenberuflich ein zweites Standbein. Die IHK, ne, letztens das Bild gesehen, empfiehlt, Empfehlungsmarketing zu machen, ja. Die IHK, die Industrie- und Handelskammer, sagt, ey, pass auf, Menschen, jetzt müsst ihr euch irgendwo ein zweites Standbein mit Empfehlungsmarketing, mit Network-Marketing, mit Strukturvertrieb irgendwie aufbauen, ja. Also es ist auch ein deutliches Zeichen. Ganz klar. Man muss ja auch überlegen, dass Network-Marketing, es ist Netzwerk, es ist Connecten mit Menschen. Es ist ja nicht nur so, dass durch das Netzwerken euer System, euer Unternehmen größer wird. Ihr lernt dadurch auch einfach andere Persönlichkeiten, andere Branchen kennen, was vielleicht auch für euch lukrativ sind, wo Kooperationen entstehen oder wo vielleicht auch sogar eure Zukunft entstehen, weil das vielleicht noch mal lukrativer ist. Also es ist letzten Endes Menschen kennenlernen, der Job. Und ganz ehrlich, Menschen kennenlernen beim Kaffee trinken und dadurch Geld verdienen, was will man mehr? Ganz genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das, was viele immer oft falsch verstehen. Es ist, also selbst die reichsten Menschen der Welt, die sagen, du pass auf, du kannst mir alles wegnehmen. Nimm mir mein komplettes Vermögen weg, nimm mir alles weg, ich starte komplett bei null. Nur eins lass mir, das ist mein Netzwerk. Die sagen, ich bin in spätestens 1 bis 2 Jahren wieder da, wo ich jetzt bin. Egal, ob die Millionen oder Milliarden haben. Warum? Weil sie die Kontakte, weil sie das Netzwerk haben. Und das ist einfach extrem wertvoll. Ich habe so viele positive Menschen, so viele erfolgreiche Menschen kennengelernt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr jetzt eigentlich, wenn ich sogar auch schon im Fitnessbereich, wo wir auch ein Personal Training Studio hatten, wo wir natürlich auch Kunden hatten, die schon ein bisschen mehr Geld verdienen. Auch da hast du von den Menschen gelernt, hast du gemeint, ey, pass auf, die sind ja alle positiv, die sind ja alle ganz anders drauf. Mensch, die reichen Menschen sind ja gar keine schlechten Menschen, das ist ja auch oft so ein negativer Glaubenssatz. Genau. Was würdest du noch den Menschen so als Tipp mitgeben, sage ich mal, was sie in dieser aktuellen Situation jetzt machen sollen? Ja, also prinzipiell, wie du schon gesagt hast, Kevin, Standbein aufbauen ist immer wichtig. Ich denke auch, dass jeder Mensch immer noch ein bisschen Platz auf dem Konto hat oder im Portemonnaie hat, also sein Einkommen erhöhen ist sowieso eine Sache, die jeden interessiert und
wie gesagt, das Ganze über Network Marketing machen. Ich meine, fangen wir mal ganz basic hier an der Basis an. Wenn du einen Eiweißshake trinkst, um wieder auf die Fitnessbranche zurückzugehen, wenn du einen Eiweißshake trinkst und der gefällt dir, den magst du, dann empfiehlst du den weiter. Und wenn du jetzt für diese Empfehlung Geld bekommst und dafür sorgst, dass diese Person das auch weiterempfiehlt, dafür musst du noch nicht mal sorgen, das macht die ja von alleine, weil es schmeckt dir auch. Ja? Wenn du dadurch Geld verdienen kannst, ist doch perfekt. Und das ist eine Sache, die du halt von zu Hause machen kannst. Gerade in so einer Situation, wo du halt auch das zu Hause machen musst. Du kannst über Social Media, Facebook, Instagram, kannst so viele Leute inspirieren, anschreiben und ihnen Möglichkeiten geben. Und letzten Endes bist du auch Chancengeber. Also von daher, baut euch selber ein Standbein auf und seid selber die Säule, die anderen Menschen die Möglichkeit gibt. Ganz klar. Ich meine, mehr gibt's, also besser geht's nicht. Ganz genau. Ist ja auch bei mir, also alle in meinem Team, ich sag mal, eigentlich fast jeder, der bei mir startet, wird ja an die Hand genommen. Ich meine, die erfolgreich werden wollen, die werden auch erfolgreich bei uns. Klar, wenn du natürlich keinen Ehrgeiz zeigst, dich nicht beteiligst, dann kannst du natürlich auch keinen Erfolg haben, das ist klar. Aber ich sag mal, jeder, der die Hilfe annimmt, der wird bei uns erfolgreich und die Menschen sind ja extrem dankbar. Ihr seht es in den verschiedenen Videos mit verschiedenen Charakteren. Ihr bekommt sehr, sehr private Einblicke ja auch, wie Menschen sich verändern. Egal, ob wie der Florian Kohler, der 15 Jahre in der Pflege war, jetzt das Doppelte oder Dreifache verdient und einfach ein viel glücklicheres Leben führt. Oder auch noch vielen anderen Menschen, der Markus Jan aus Berlin, ehemaliger Polizist, der sogar seinen sicheren Beamtenjob an Nagel gegangen hat. Wir haben teilweise Anwälte dabei, Ärzte, die sagen, ey, ich will nicht mehr 40, 50... 80 Stunden die Woche arbeiten, ich will was Entspannteres und dabei trotzdem das Geld verdienen, ich will mehr diese zeitliche Freiheit, ich will mehr Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen, ist ja auch ein Aspekt, ist ja gar nicht immer das Geld, ist ja auch teilweise ganz einfach, klar. Ey, diese Freiheit, ey Mensch, ich will vielleicht mal in Urlaub fahren und von Thailand am Strand aus arbeiten oder so, ne? Ja, man muss sich halt überlegen, wenn wir das mal wirklich so in die Tiefe gehen, letztendlich, man lebt nur einmal und immer so zu leben, wie, ich sag mal, der Arbeitgeber das möchte. Das ist ja letztendlich so, weil er sagt dir, wann du aufstehst, er sagt dir, wann du Pause machst und wie lange du Pause machst und wie lange du arbeitest. Und du aufs Klo zu gehen hast. Wann du aufs Klo zu gehen hast. Nein, das ist schon ganz extrem. Aber es ist halt so, dass du 40, 50 Jahre lang halt für jemanden arbeitest. Und ist ja erstmal kein schlechtes System, aber das ist ein System, wo ein Kevin sagt, wir leben nur einmal, das ist ein System, auch, mit dem wir einfach nichts zu tun haben wollen. Ne? Deswegen auch für mich die Entscheidung, das Ganze selbstständig machen, frei einteilen und auch finanziell da zu sein, wo man sagen kann, ich fliege nicht nur irgendwie nur in die Türkei, so eine Pauschalreise, wo alles irgendwie mit drin ist, damit man Geld spart, sondern dass man auch tatsächlich mal so Reiseziele hat. Mal die Orte sieht, die sonst halt nicht so viele sehen, wo halt nicht 1000 Leute am Strand wie die Sardellen liegen, sondern wo du vielleicht mal einen riesen, wunderschönen Strand, wo vielleicht ein paar exotische Fische auch schon, wo du mal ganz alleine bist mit deiner Frau und vielleicht auch mal hier mal schön am Strand deine Ruhe hast. Kaffee trinken. Oder mal am Strand. Wo du mal genüsslich an die Kokosnüsse schlürfen kannst. Ganz genau, ganz genau. Ja, tendenziell kann man da auf jeden Fall nur sagen. Saftige Mangos sind. Saftige Mangos, ja. Karibik ist gut. Thema Deadline. Ganz genau. Ich kann am Ende auch nur sagen, neben Standbein, neben Finanzen, neben 40-40 System, was den einen oder anderen bekannt ist, seid einfach offen. Wir leben auch, das dürft ihr auch nicht vergessen, im 21. Jahrhundert. Damals war es nicht so, dass man, also es ist heute, wenn man mal die Augen aufmacht und sich nicht in diesem System nur verkrampft und in diesem System lebt, sondern mal wirklich auch außerhalb guckt. Dann gibt es hier wirklich extreme Möglichkeiten mit extrem entspannter Arbeitszeit sehr viel Geld zu verdienen. Das muss man ganz klar so sagen. Deswegen seid da auch immer offen. Ich kenne ja auch viele, ne? Wir kennen es ja auch, wir sprechen viele an, die wollen sofort, ohne das Gespräch zu kennen, ohne die Möglichkeiten zu kennen, sagen sie sofort nein, so ist das Geschäft. Seid da einfach offen für euch selber. Ganz genau, ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen ja gar nicht jetzt, also auch wenn du jetzt jemand bist, pass auf, du bist im normalen Job, du bist im Angestellten, ist alles in Ordnung. Du weißt, wir wollen das gar nicht schlecht reden, ist in Ordnung. Ich sag ganz mal, genau. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Leute, die im Lager arbeiten, die in der Logistik arbeiten, die im Transport arbeiten, in der Spedition. Alles ist ja auch alles in Ordnung. Es gibt, ich sag mal, von den 100% der Menschen, ja, da ist es ja leider so, dass 90% der Menschen für 10% arbeiten. Ja. Das ist ja einfach grundlegend so. Beziehungsweise teilweise sogar die oberen 2-3% haben über die Hälfte des gesamten Einkommens. Ist eine unfaire Verteilung, ja, finden wir auch. Allerdings, wenn du sagst, du kannst entweder sagen, ey, das ist unfair, kannst dich über alles beschweren, du kannst sagen, ey Mensch, ich will aber auch zu diesen oberen Prozent gehören. Und du gehörst zu den oberen 10% bereits, wenn du mehr als 5.000 Euro verdienst, ja. Dann gehörst du bereits zu den, zu den reichsten 10%. Und ich sag mal, 5.000 Euro zu haben, da kannst du dir auch noch nicht ein Ferrari oder sonst was holen, also wirklich dieses extreme Luxusleben. Aber du hast eine gewisse Sicherheit, du schläfst ruhiger und es geht dir dementsprechend natürlich auch besser.
Und wer, aber wenn du jemand bist, du sagst, ey, pass auf, ich habe 2000 netto oder tick noch darunter, ich bin damit zufrieden, Mensch, ich will gar nicht, ist ja auch alles in Ordnung, ne? Wie gesagt, die Menschen muss ja auch gehen, sonst wird das ganze System ja auch gar nicht funktionieren. Ich bin auch Menschen im Gespräch zum Beispiel, die sagen, ey, was ist denn, wenn es mich nicht geben würde? Ich verdiene zwar wenig Geld, aber ich mache meinen Job gerne. Alles gut, wie gesagt. Man muss immer selber sehen, wo man hin will, womit man sich zufrieden gibt. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ey, ich gebe mich nicht mit wenig zufrieden, ich bin mehr wert als 1500 Euro im Monat oder 2000, dann bist du bei uns genau an der richtigen Stelle, denn dann können wir dir eine Möglichkeit bieten, was aus deinem Leben zu machen und anderen Menschen dabei einen Mehrwert zu geben. Auch immer ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Menschen, die machen, oh, ich will jetzt Geld. Was mit anderen ist mir egal. Das ist hier nicht so. Wir bieten ja wirklich einen Mehrwert. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ja, sichern auch Menschen ab dementsprechend. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir Menschen auch wirklich aufklären. Das ist ja wirklich Aufklärungsarbeit auch. Ja, da kann ich auch nur dazu sagen, kann man jetzt glauben, kann man nicht glauben. Also mir war halt wichtig, unser Job ist ja auch, ehrlich, Trainer, wir wollen ja gucken, gut, man kann auch 8 Wochen Programm machen. Hat im Fitness angefangen, ne? Ja. Was war denn die Entscheidung? Ich habe es auch im Video, warum nicht mehr Fitness angesprochen? Warum halt Fitness, ich habe, weiß nicht, 20, 30 Leute gleichzeitig betreut, das war eigentlich schon Limit. Hätte ich jetzt ein allgemeines Trainingsprogramm rausgehabt, wäre ich meinem Konzept nicht treu geblieben, Menschen individuell zu beraten und hätte, wie gesagt, wie die großen Fitness-YouTuber, allgemeines Programm, ey, kauf mal hier warm und Hauptsache Kohle in die Tasche. Ist nicht mein Konzept. Habe ich damals auch ganz klar schon damals gesagt, in alten Videos. Genau, und deswegen, als Kevin mir das vorgestellt hat, ich war selber skeptisch. Ihr kennt das im vorherigen Video mit mir. Wie gesagt, das Gespräch selber ging 2 Minuten, ich saß 4 Stunden vor dem Antrag quasi und sage, mache ich das jetzt nicht oder so. Mir ist aber ganz schnell klar geworden, dass es ja einfach ein ehrliches Produkt ist. Leute, es geht um Gold, es geht um Edelmetalle, also sicherer geht es nicht. Und das Produkt geht es. Wer sich alle so mal so ein bisschen mit Gold beschäftigt hat, weiß, dass das auf jeden Fall ein super Investment ist, das sicherste Investment ist. Wir können auch noch mal kurz unser Verkaufsgespräch vorstellen. Ja. Warum dauert das 2 Minuten? So, wir spielen euch das einmal sogar kurz vor. Fabio, sag mal, guck mal, ich habe hier 50 Euro, ne? Und ich habe hier so 1 Gramm Gold. Du sag mal, was meinst du, ist in 10 Jahren mehr wert? 50 Euro oder 1 Gramm Gold? Der 50 Euro. Lauf. Natürlich der Gramm Gold. Das Gramm Gold. Oh Mensch. Ja Fabio, sag mal, wenn das hier in 10 Jahren mehr wert ist als ein 50-Euro-Schein, macht es dann nicht Sinn, dass wir einen Teil deines Geldes monatlich einfach tauschen? Definitiv. Super, pass auf, dann lass uns das so machen. Frage jetzt nur, kannst du jetzt 50 sparen? Kannst du 100 sparen? Kannst du 150 sparen? Okay, jetzt fangen wir an. Ich verstehe das Prinzip. Das ist das Prinzip, ja? Simpel dargestellt. Ja. Mehr Informationen, Fabio hat ein Video online, ich habe ein Video online. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Abschluss. Auf jeden Fall. Ja, nutzt die Chance, seid offen, sagt nicht zu einem Nein sofort, hört euch das wenigstens einmal an. Gerade heutzutage online, irgendwie Online-Präsentation. Wir bieten auch Zoom-Calls an. Die Daten und Uhrzeiten können wir auch nochmal reinklatschen und dann könnt ihr euch das nochmal anhören. Und meldet euch bei uns und seid offen und Attacke. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber. Dafür nicht. Und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.